Herzlich willkommen im Semantikseminar in der Germanistik der Heinrich-Heine-Universität. Heute geht es um das Thema Merkmalssemantik. Dabei handelt es sich um einen sehr einflussreichen semantischen Beschreibungsansatz für Wortbedeutungen. Wir befinden uns also mit der Merkmalssemantik weiterhin in der lexikalischen Semantik. Das hier ist die zugrunde liegende Literatur für heute. Die Merkmalssemantik wird auch Komponentialsemantik genannt, weil sie die Bedeutung von Wörtern in Bedeutungsmerkmale oder Bedeutungskomponenten zerlegt. Die Merkmalssemantik ist dabei die Bedeutungstheorie des linguistischen Strukturalismus. Erinnern Sie sich, der Strukturalismus ist der Ansatz der Sprachbeschreibung, der von Ferdinand de Saussure begründet wurde, und wir werden gleich sehen, wie er sich in der Semantik darstellt. Zum Einstieg und zur Herleitung möchte ich inhaltlich an die letzte Sitzung anknüpfen, an die Bedeutungsbeziehungen und die Wortfelder. Erinnern Sie sich an die Wortfelddefinition von Loebner, die moderne Wortfelddefinition. Ein Wortfeld ist kurz gesagt eine Gruppe von Lexemen, die zur gleichen grammatischen Kategorie gehören, deren Bedeutungen gemeinsame Bestandteile haben, zwischen denen bestimmte Bedeutungsbeziehungen bestehen, und außerdem gibt es für diese Bedeutungsbeziehungen keine weiteren Lexeme, das heißt, die Gruppe ist in Bezug auf die Bedeutungsbeziehungen vollständig. Denken Sie jetzt beispielsweise an die semantische Domäne der Gewässer. Welche Ausdrücke für Gewässer kennen Sie? Wir könnten aufzählen Bach, Fluss, Teich, See, Kanal, Meer und so weiter. Das sind alles Nomen. Das Gemeinsame besteht darin, dass es Arten von Gewässern sind. Das sind gleichstufige Hyponyme zu einem Hyperonym. Anders ausgedrückt, es sind Kohyponyme und damit Heteronyme zum Ausdruck Gewässer. Das sind doch klar definierte Bedeutungsbeziehungen, oder nicht? Aber Moment, woran lässt sich denn eigentlich konkret festmachen, dass die Ausdrücke hier Kohyponyme von Gewässer sind? Denn klar ist ja, dass es zwischen allen Ausdrücken hier sowohl Gleichheiten als auch Verschiedenheiten gibt. Sie sind sechs unterschiedliche Arten von Gewässern, aber Teiche und Seen haben doch auch Gemeinsamkeiten, so wie Flüsse und Bäche. Aber welche Gleichheiten und welche Verschiedenheiten bestehen hier genau? Wie sind die Bedeutungen strukturiert? Und bei diesen Fragen setzt sie Merkmalssemantik als strukturalistische Semantik an. Erinnern Sie sich, worüber wir im Strukturalismus reden? Kern des Strukturalismus ist das Saussuresche Zeichen als Assoziation von Signifiant und Signifié, Lautbild und Vorstellung. Eine Sprache ist ein System von Zeichen, genannt Langue, und erinnern Sie sich aus Ihren Einführungskursen daran, wie wir die Strukturen im System ermitteln. Sie haben das sehr wahrscheinlich an der sprachlichen Formseite gelernt. Zwischen sprachlichen Formen bestehen nämlich syntagmatische und paradigmatische Beziehungen. Zum Beispiel bestehen zwischen den Lexemen in der Nominalphrase »Der Film der Elefantenmensch« syntagmatische Abfolgebeziehungen, also zwischen den Morphemen im Ausdruck »Elefantenmensch« und auf noch kleinerer Ebene zwischen den Phonemen im Wort Elefant. Paradigmatische Beziehungen bestehen zwischen den austauschbaren Elementen eines Lautbilds und anderen Lautbildern im Sprachsystem. Hier ist das an den Lauten F und G in Elefant und Elegant illustriert. Diese Austauschbarkeit erweist F und G als Phoneme des Sprachsystems. In Elefant und Elegant bilden F und G eine distinktive Opposition, das heißt einen Gegensatz, der distinktiven Wert hat, indem er Einheiten des Sprachsystems unterscheidet. Größere Einheiten des Sprachsystems
sind aus kleineren zusammengesetzt. Texte aus Sätzen, Sätze aus Phrasen, Phrasen aus Lexemen, Lexemen aus Morphemen, Morpheme aus Phonemen und Phoneme kann man noch in kleinere Merkmale zerlegen. Diese Idee wird in der Merkmalssemantik nun auch auf die Inhaltsseite des sprachlichen Zeichens übertragen. Das heißt, wir verlassen uns jetzt nicht auf unsere Intuition bzw. auf unartikuliertes Wissen dabei, dass hier Hyponymie und Kohyponymie besteht, sondern wir führen systematisch und vollständig durch, worauf man schon durch ein bisschen Nachdenken kommt, nämlich die unterscheidenden Bedeutungsmerkmale, die distinktiven semantischen Oppositionen zu ermitteln. Das machen wir jetzt für jedes Lexem mit jedem anderen Lexem. Wir könnten anfangen, Bach und Fluss zu vergleichen und feststellen, dass das distinktive semantische Merkmal groß in Bezug auf Gewässer ist. Und dann könnten wir weitermachen mit Bach und Teich und so weiter. Wenn wir jedes Lexem mit jedem anderen vergleichen, wird sich eine Anzahl an semantischen Merkmalen ergeben. Wir haben hier jetzt eine Anzahl an semantischen Merkmalen, die unsere Ausdrucksbedeutungen jeweils entweder aufweisen oder nicht aufweisen. Die Merkmale sind hier also binär, so dass sie entweder zutreffen oder nicht zutreffen. Das kann man so machen, muss man aber nicht. Auch Abstufungen, gerade bei skalaren Unterschieden und so etwas wie eine Null für irrelevante oder nicht anwendbare Unterscheidungen, sind auch gebräuchlich. Da wir hier jede Ausdrucksbedeutung mit jeder anderen Ausdrucksbedeutung verglichen haben und keine unserer Ausdrücke synonym sind, haben wir tatsächlich alle Kohyponyme zu Gewässer mittels weniger Merkmale voneinander unterschieden. Es gibt keinen Rest, wir haben die Bedeutungen in die kleinsten distinktiven Bedeutungseinheiten analysiert. Unsere Gruppe an Lexemen ist aber aus Gründen der Darstellung hier nicht vollständig. Wir könnten sie ergänzen, etwa um Rinnsal oder Pfütze. Dann wird bereits deutlich, dass wir damit auch semantische Merkmale ergänzen müssten, denn das Rinnsal kann ebenfalls als nicht großes, natürliches, fließendes Binnengewässer klassifiziert werden, Merkmale, die hier in unserer Tabelle aber schon auf Bach zutreffen. Hier könnte man dazu übergehen, bei der Größe auf eine binäre Unterscheidung zu verzichten und eine mehrstufige Unterscheidung einzuführen. Das erscheint aber unelegant und das ist auch letztlich unpräzise. Binäre Unterscheidungen sind für das Verpacken von Informationen immer zu bevorzugen. Eleganter wäre es also, binäre Merkmale, die die Größe betreffen, zu modifizieren oder neue davon anzulegen. Wir könnten beispielsweise das Merkmal winzig heranziehen. Dann könnte man den Bach als minus groß und minus winzig klassifizieren, während das Rinnsal minus groß und plus winzig wäre. Der Bach ist also nicht groß, aber auch nicht winzig, während das Rinnsal nicht nur nicht groß, sondern sogar winzig ist. Sie sehen schon, solche Schwierigkeiten entstehen, weil ein semantisches Merkmal dieser lexikalischen Bedeutung eines ist, das skalar ist und sich kontinuierliche Skalen schlecht in binäre Oppositionen auflösen lassen. Elegant ist also keine Lösung davon. Binäre Oppositionen sind aber gegenüber nicht-binären Oppositionen immer zu bevorzugen. Daran, wie wir unsere merkmalssemantische Matrix hier erstellt haben, lässt sich einiges Grundlegendes zur Merkmalssemantik ablesen. Erstens, dieses Vorgehen verkörpert eine Grundannahme der Merkmalssemantik, nämlich Bedeutungen auch elementarer Grundeinheiten der Sprache, zum Beispiel Morpheme oder Wörter, sind nichts Atomares, Atom Unteilbares. Auch sie sind vielmehr etwas Zusammengesetztes. Zweitens, dadurch, dass man jede Ausdrucksbedeutung mit jeder anderen kontrastiert, gewinnt man semantisch distinktive Merkmale, die man Seme nennt,
Ein Sem ist also ein Merkmal, das zwei Ausdrucksbedeutungen unterscheidet. Drittens, dadurch, dass man dies vollständig durchführt, also jede Ausdrucksbedeutung mit jeder anderen kontrastiert, ergibt sich als Bedeutung eines Ausdrucks die Summe seiner distinktiven Merkmale, also den Semen und ihren Vorzeichen plus minus. Die Bedeutung des Ausdrucks Bach ist also beispielsweise plus Gewässer, minus groß, plus fließend, plus natürlich und plus Binnengewässer. Dieses Bündel an Semen, das die Bedeutung eines Ausdrucks ausmacht, heißt Semem. Daraus folgt auch, dass die semantische Struktur eines Ausdrucks sich vollständig und ausschließlich durch seine Differenzen zur Bedeutung anderer Ausdrücke ergibt. Das ist ja auch konstitutiv für den Systemgedanken im Strukturalismus. Konstitutiv für die Bedeutung von Bach ist, dass er nicht Fluss, nicht Teich, nicht See, nicht Kanal, nicht Meer ist. Also im Sinne der Merkmalsbündel, die diese Ausdrücke aufweisen. Insofern entspricht eine solche Analyse auch dem sogenannten Analysierbarkeitspostulat. Wir können die Bedeutungen von kleinsten Sprachzeichen auch in kleinste Bedeutungseinheiten zerlegen. Außerdem folgt sie dem Exhaustivitätsprinzip. Eine merkmalssemantische Zerlegung soll nämlich auch restfrei möglich sein. Es bleibt nichts Unanalysierbares übrig. Viertens, und eher als Ergänzung, bilden die Seme, die allen Sememen dieses Wortfelds gemeinsam sind, das Archisemem. Ich habe das Archisemem hier als Gewässer notiert. Streng genommen müsste man das Gewässer auch in kleinere Sememe zerlegen. Es ist noch weiter analysierbar, nämlich in die Merkmale Teil der Landschaft, Vertiefung in der Landschaft und enthält Wasser. Dann ist klar, dass das nicht nur auf die Bedeutung von Gewässer zutrifft, sondern weil unsere sechs Ausdrücke eben Kohyponyme von Gewässer sind, trifft das auf jeden einzelnen Ausdruck davon ebenfalls zu. Sie haben aber noch weitere Merkmale, die sie untereinander unterscheiden, und beides zusammen macht Gewässer zum Archisemem unserer sechs Wortbedeutungen. Hier nochmal eine Merkfolie zur Übersicht. Manche SprachwissenschaftlerInnen haben die Idee der Merkmalssemantik so weit getrieben, dass sie vorgeschlagen haben, dass es ein Inventar kleinster semantisch distinktiver Merkmale, also Seme, gibt, die auf alle Wortbedeutungen in allen Sprachen anwendbar sind und in den Einzelsprachen nur unterschiedlich zu Sememen kombiniert werden. Und manche gehen davon aus, dieses Set an Semen sei angeboren. Die Merkmalssemantik hat neben ihren Vorteilen allerdings auch viele Probleme, die es zweifelhaft erscheinen lassen, dass sich so ein Programm der Ermittlung aller universellen Seme durchführen lässt. Wichtige Leistungen und Probleme werde ich jetzt ansprechen. Generell kann man sagen, dass es erfahrungsgemäß keine Einigkeit darüber gibt, was in einem solchen Inventar aller Seme vorkommen soll und was nicht. Es gibt zahllose Beispiele für Listen an vermeintlich universellen Elementen in der Linguistik, über die man sich nicht einigen kann. Eine Leistung der Merkmalssemantik ist, dass sich manche Inhaltswörter, auch Autosemantika genannt, mit ihr semantisch gut beschreiben lassen. Inhaltswörter sind vor allem solche der Kategorien Nomen, Verben, Adjektiv. Beispielsweise Beispiele, auf die sich die Merkmalssemantik gut anwenden lässt, sind die eben gesehenen Gewässer oder auch Fortbewegungsarten.
Laufen, Schwimmen, Klettern und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Inhaltswörter, die sich mit der Merkmalssemantik überhaupt nicht gut beschreiben lassen. Dazu gehören beispielsweise abstrakte Begriffe, aber auch konkrete, wie etwa Gefäße, Obst oder Gemüse. Warum sind solche Begriffe problematisch? Schauen Sie sich hier die Gefäße an und überlegen Sie sich, welche Lexeme Sie für die einzelnen Gefäße verwenden würden. Glauben Sie, Ihre KommilitonInnen würden die gleichen Ausdrücke für jedes einzelne davon verwenden? Oder würden Sie einzelne Gefäße vielleicht auch anders als Sie benennen? Und wie würden wir die Merkmale identifizieren, die kriterial für unsere Benennungen sind? Was wir in der Merkmalssemantik benötigen, sind ja stets Kriterien, die notwendig und hinreichend sind, um Wortbedeutungen voneinander zu unterscheiden. Konkret heißt das, dass bei unseren Gewässern das Merkmal groß notwendig gewesen ist und dazu hingereicht hat, Fluss von Bach zu unterscheiden. Und ebenso muss jedes Sehen für irgendeine Unterscheidung notwendig und hinreichend sein. Hier bei den Gefäßen ist es aber fraglich, ob solche notwendigen und hinreichenden Kriterien festlegbar sind, die intersubjektiv Geltung beanspruchen können, die also zwischen allen SprachbenutzerInnen funktionieren als distinktive Merkmale. Diese Frage ist hier noch einmal formuliert. Lassen sich hier tatsächlich notwendige und hinreichende Kriterien für das Zutreffen, für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Bedeutungsunterschieds angeben? Ähnlich schwer dürfte es sein, die Merkmale zu bestimmen, die abstrakte Konzepte kennzeichnen. Was sind etwa die Seme der Bedeutung von Besonnenheit und Spontaneität? Hier werden wir dazu verführt, die Merkmale unserer Objektsprache in der Benennung der Merkmale einfach zu wiederholen. Die Objektsprache ist die Sprache, die wir untersuchen, Deutsch. In der Formulierung unserer Seme, mit der wir metasprachlich über unsere Objektsprache reden, greifen wir ebenfalls auf deutsche Ausdrücke zurück, aber bestenfalls so, dass die Objektsprache präzise paraphrasiert wird. Und durch die Paraphrase ergibt sich dann sowas wie ein Erkenntnisgewinn. Das ist uns bei den Gewässern mit den Semen ganz gut gelungen. Wenn wir die Objektsprache in der Metasprache aber einfach wiederholen, ergibt sich überhaupt kein Erkenntnisgewinn. Den Inhaltswörtern bzw. Autosemantika stehen die Funktionswörter bzw. Synsemantika gegenüber. Deren Kennzeichen ist es, dass sie weniger konkrete, semantisch reichhaltige und leicht vorstellbare Begriffe bezeichnen, sondern diese eher zueinander in Beziehung setzen oder uns anweisen, mit vorstellbaren Begriffen etwas zu tun. Und hier ist zu konstatieren, dass solche Ausdrücke überhaupt nur selten untersucht worden sind, also im Sinne der Merkmalssemantik. Wenn wir darüber nachdenken, was beispielsweise mit und gegen voneinander unterscheidet, und Schwierigkeiten dabei haben, ist das vielleicht ein Hinweis darauf, warum solche Ausdrücke so selten merkmalssemantisch untersucht werden. Eine Leistung der Merkmalssemantik besteht nun wiederum darin, dass sich manche Be Bedeutungsbeziehungen mit ihrer Hilfe sehr präzise rekonstruieren lassen. Das trifft zum Beispiel auf die Synonymie zu. Das war ja der Fall, dass zwei Ausdrücke genau die gleiche Bedeutung haben. Und wenn wir Bedeutungen jetzt in Merkmale zerlegen und uns Seme und die Sememe von Ausdrücken anschauen, dann besteht Synonymie in nichts anderem als in identischen Sememen für zwei Ausdrücke und natürlich die Vorzeichen der einzelnen Seme. Und damit ist Synonymie sehr präzise definierbar mit Hilfe der Mittel, auch der terminologischen Mittel der Merkmalssemantik. Sowas wie absolute Bedeutungsverschiedenheit wäre auch sehr gut mit der Merkmalssemantik charakterisierbar.
Man könnte einfach sagen, die Sememe zweier Ausdrücke weisen vollständig verschiedene Seme auf. Jetzt können Sie sich hier beliebige Beispiele suchen, zum Beispiel die Sememe der Ausdrücke Brot und gestern. Bedeutungsähnlichkeit könnte man so fassen, dass Bedeutungen, Bedeutungsvarianten zweier Ausdrücke eins oder mehrere Seme samt Vorzeichen teilen, aber nicht alle. Und Hyperonymie oder Hyponymie und Implikation, auch die lassen sich fassen. Man könnte sagen, das Hyponym eines Hyperonyms weist dessen Semem auf, hat aber außerdem noch zusätzliche Seme. Zum Beispiel bei Gewässer und Fluss. Gewässer ist das Hyperonym, Fluss ist das Hyponym. Das Hyponym Fluss weist das Semem von Gewässer auf, hat aber zusätzliche Seme. Bei Konversen wie herauf und hinauf oder bei kaufen und verkaufen kann man die Bedeutungsunterschiede erfassen, indem man Perspektivierungsseme einfügt, also etwa solche wie auf den Sprecher zu, also plus minus auf den Sprecher zu oder plus minus vom Sprecher weg oder auf x zu und von x weg. Bestimmte andere Bedeutungsbeziehungen lassen sich aber mit der Merkmalssemantik gerade nicht präzise rekonstruieren. Denken Sie an die Heteronymie. Linke et al., die diesen Punkt anführen, setzen hier aber eine engere Definition von Heteronymie als Loebner an, die wir in der letzten Sitzung besprochen haben. Bei Linke unterscheiden sich Heteronyme lediglich in einem Merkmal auf einer Dimension. Ein Beispiel sind die Wochentage, die sich lediglich im Merkmal Position in der Dimension Wochenverlauf unterscheiden. Auch hier stellt sich das Problem, dass man mehr oder weniger gezwungen ist, das, was man explizieren will, die Objektsprache, in der Metasprache der Sembenennung einfach zu wiederholen. Die bedeutungsexplizierende Sprache fällt wieder mit der zu explizierenden Sprache zusammen und für uns ergibt sich dabei eigentlich null Erkenntnisgewinn in Bezug auf semantische Fragestellungen. Genauso wie bei der semantischen Komplementarität, also der Bedeutungsunterschied zwischen tot und lebendig, der lässt sich auch anscheinend nur dadurch gut erfassen, dass man in der Sembenennung einen der Ausdrücke einfach wiederholt. Auch bei skalaren Antonymien gibt es Probleme. Entweder das Explikans und das Explikandum, also Objekt und Metasprache, fallen wieder zusammen, wenn man die Seme wie die Lexeme benennt, deren Bedeutung man sucht, oder man nimmt den Namen der Skala als Sem und fügt weitere Qualitäten hinzu. Wenn es um die Bedeutung von heiß und kalt geht, könnte man also Wärme betreffend als Sem wählen und für die Position auf der Skala ein weiteres Sem maximal dazunehmen. Das führt aber dazu, dass man Seme koppeln müsste, wenn weitere Seme nötig werden. Wenn wir die Bedeutung von lau dazunehmen, bräuchten wir zur Differenzierung wohl das Sem in Bezug auf Wasser. Dann müsste aber das Sem maximal an Wärme betreffend gekoppelt werden und nicht an in Bezug auf Wasser. Das ist aber im Prinzip das Gleiche, wie zwei Merkmale zu einem zu machen. Und das widerspricht dem Exhaustivitätsprinzip, weil maximale Wärme betreffend dann eben noch weiter analysierbar wäre. Es gibt neben Konversen, die man mit Merkmalen ganz gut rekonstruieren kann, auch solche, die uns zur Wiederholung der Objektsprache zwingen, wie hier mit hinauf und hinunter, beziehungsweise den Semen nach oben und nach unten. Das ist also auch nicht besonders
elegant mit der Merkmalssemantik zu lösen. Eine Sache, die mit der Merkmalssemantik dann wieder ganz gut geht, ist, semantische Anomalien in Syntagmen zu beschreiben. Syntagmatische Beziehungen sind ja Abfolgebeziehungen und da können sich Abweichungen vom Üblichen auf semantischer Ebene ergeben, hier mit Raute symbolisiert. Beispiele sind die Syntagmen verheirateter Junggeselle und sie hat ihn tot erschossen. Das erste Beispiel enthält einen Widerspruch. Die Merkmalssemantik kann ihn gut sichtbar machen. Der Ausdruck Junggeselle weist nämlich das Sem nicht verheiratet auf. Und diese Bedeutungsspezifikation wird durch das Syntagma, also die Kombination dieses Ausdrucks mit einem weiteren Ausdruck, unterlaufen. Im zweiten Beispiel ist das Sem tot schon vom Lexem erschießen impliziert. Es im Syntagma eigens als Lexem aufzuführen, ist also tautologisch. Mit der Merkmalssemantik kann man auch manche Bedeutungsveränderungen beschreiben, zum Beispiel die Hinzugewinnung, Auswechslung und den Verlust von Semen in einem Ausdruck im Rahmen der Sprachgeschichte. So bedeutete Tier oder Tior im Althochdeutschen noch so viel wie Wildtier. Heute ist der Ausdruck Tier nicht mehr nur auf Wildtiere beschränkt. Er hat also ein Merkmal verloren und damit eine Bedeutungserweiterung erfahren. Anders die Hochzeit. Die Hochzieht oder Hochgezieten im Mittelhochdeutschen haben allerlei Festlichkeiten betroffen und die Hochzeit im Neuhochdeutschen ist auf Feste bei Eheschließungen bezogen. Dieser Ausdruck hatte also ein Merkmal hinzugewonnen und damit eine Bedeutungsverengung erfahren. Warum bedeutet aber ein Merkmal dazuzukriegen eine Bedeutungsverengung und nicht eine Bedeutungserweiterung? Weil der Anwendungsbereich des Ausdrucks jetzt enger ist. Hochzeit betraf einmal Allgemeinfeste, nun betrifft der Ausdruck nur noch Feste im Zusammenhang der Eheschließung. Anders gesagt, um Hochzeit heißen zu dürfen, muss heute etwas eine zusätzliche Bedingung erfüllen und damit wird die Bedeutung verengt. Auch der Bedeutungserwerb und Verlust lässt sich mit der Merkmalssemantik teilweise beschreiben. Viele Kinder unterscheiden beispielsweise nicht zwischen Essen und Fressen, wenn es um die Aufnahme fester Nahrung durch das Tier geht. Sie sagen in beiden Fällen Essen. Zielsprachlich wäre zwischen Essen und Fressen zu unterscheiden nach dem Kriterium oder nach dem Sem, ob die Nahrungsaufnahme durch den Menschen oder das Tier erfolgt. Kinder übergeneralisieren also die Bedeutung des Ausdrucks Essen. Tatsächlich machen das aber heute auch viele Erwachsene. Dabei könnte man sich fragen, ob das Wort Essen ein Merkmal verliert, nämlich dass der Esser minus Tier sein muss. Mit der Merkmalssemantik lassen sich außerdem auch sowohl Denotationen als auch Konnotationen erfassen. Das lässt sich bewerkstelligen, indem man Sememe zulässt, die denotative und konnotative Seme beinhalten. Ein Beispiel wären die Lexeme spucken, brechen und kotzen. In bestimmten ihrer Lesarten bedeuten sie denotativ, also ihren begrifflichen Kern betreffend, dasselbe. Ich habe das hier abgekürzt mit emissiv und aktiv, die bei allen dreien das gleiche Vorzeichen haben. In ihren konnotativen Semen unterscheiden sie sich aber. Ohne eine empirische Analyse durchgeführt zu haben, würde ich sagen, dass Spucken plus gehoben und plus umgangssprachlich ist, dass Brechen nur plus umgangssprachlich ist und dass Kotzen nur plus vulgär ist. Nach den Leistungen und Problemen möchte ich kurz noch auf eine allgemeinere Einordnung der Merkmalssemantik eingehen und dabei Bezug auf frühere Inhalte nehmen. Die Merkmalssemantik steht in der strukturalistischen Tradition. Die strukturalistische Autorität ist Ferdinand de Saussure.
Zentralbegriff des Strukturalismus ist das sprachliche Zeichen aus signifiant und signifié, das de Saussure als bilateral konzipiert hat. Eine Sprache hat de Saussure als Zeichensystem begriffen, das heißt als System aus Assoziationen zwischen Signifiants und Signifiés, und ein solches System, die Langue, ist eine Abstraktion, ein virtuelles Konstrukt, etwas Soziales und etwas Statisches, das aus dem abgeleitet ist, was Individuen tatsächlich tun. Vor diesem Hintergrund können wir uns jetzt fragen, was das eigentlich ist, was bei einer merkmalsanalytischen Analyse herauskommt, welchen Status das eigentlich hat. Meines Erachtens müsste man Folgendes sagen: Indem man eine merkmalssemantische Matrix erstellt, ermittelt man virtuelle, soziale, statische Bedeutungstypes, eben Sememe. Man hat damit Begriffsdefinitionen ermittelt und insofern repräsentiert die Merkmalssemantik eine Begriffstheorie der Bedeutung. Dabei ist die Bedeutung eines Ausdrucks definiert, wenn man angeben kann, was von etwas die übergeordnete Kategorie ist und die Unterschiede zwischen den einzelnen Vertretern der Kategorie angeben kann. Die übergeordnete Kategorie heißt klassischerweise Genus Proximum, die Unterschiede zwischen den Vertretern sind die Differentia Specifica. Das ist das grundlegende Verfahren auch der antiken Begriffslogik. Wenn Sie unsere Matrix anschauen, dann haben wir genau das gemacht, was die antike Begriffslogik gemacht hat. Das Archisemem Gewässer bildet das Genus Proximum, die übergeordnete Kategorie unserer fraglichen Ausdrucksbedeutungen. Und die Sememe der einzelnen Ausdrücke enthalten die Differentia Specifica zwischen den einzelnen Vertretern der übergeordneten Kategorie. Welchen Status haben also die ermittelten Merkmale vor diesem Hintergrund? Im Einklang mit oder abweichend von de Saussures Annahmen wurden sie unterschiedlich interpretiert. Zum Beispiel werden sie bisweilen als kognitive Einheiten verstanden. Dann stellen Seme und Sememe unser semantisches Wissen dar. Manche KognitivistInnen gehen noch weiter und nehmen an, dass die Seme angeboren und für alle Menschen die gleichen sind. Einzelsprachen unterscheiden sich dann nur darin, wie sie die Seme in ihren Ausdrücken zu Sememen zusammensetzen. RealistInnen gehen dagegen davon aus, dass es sich bei den Merkmalen um Eigenschaften realer Gegenstände, also der Wirklichkeit, handelt. In der logischen Semantik wurden die Seme als Merkmale realer Gegenstände aufgefasst. Hier ist klar, dass das aus dem zweiseitigen Zeichenmodell von de Saussure nicht mehr ableitbar ist. Daran sehen Sie auch, dass die Merkmalssemantik nicht an eine philosophische Position gebunden ist. Philosophisch bescheidener fahren wir vielleicht mit einer anderen Interpretation. Danach sind die Merkmale einer merkmalssemantischen Analyse bloß Einheiten einer semantischen Beschreibung, einer semantischen Metasprache, die sich als mehr oder weniger praktisch erweist, um Wortbedeutungen zu beschreiben und voneinander zu unterscheiden, ohne sie gleich als Merkmale realer Gegenstände oder als Wissenskomponenten zu behaupten. Semantische Merkmale sind dann deskriptive Einheiten, die wir verwenden, um Bedeutungen zu paraphrasieren. Damit ist natürlich weiterhin überhaupt nicht geklärt, was Bedeutungen eigentlich sind. So viel zur Merkmalssemantik. Ich bedanke mich dafür, dass Sie plus aufmerksam waren und verabschiede mich bis zum nächsten Blog. Tschüss.